Moin, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr neu seid, abonniert den Kanal und natürlich den Daumen nach oben. Ihr könnt mich natürlich auch finden bei Instagram und auf Facebook unter Sebis Funny Channel oder Sebastian Bohrmann. Meine Lieben, ich habe hier ein ganz tolles Projekt und zwar müssen wir hier einen neuen Rasen anlegen. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme euch mal mit und werde euch das Ganze mal zeigen, was wir hier machen. Ja? So, ich drehe mal um und dann zeige ich euch das Ganze. So. Also wir haben hier im Prinzip eine riesengroße Rasenfläche, wie ihr das sehen könnt. Hier, ja, da haben wir jetzt Bäume gefällt, wir haben Bäume geschnitten. Dann haben wir den Erdaushub hier praktisch, den alten, haben wir abgefahren. Das war so richtig dicker, fester Klei. Da seht ihr, was da unter dem Mutterboden ist, der jetzt gerade schon drauf liegt. Ja, das heißt praktisch hier, dieser ganze Klei, was hier ist, ja, das haben wir alles einmal abgefahren mit einem Bagger, haben wir abgekratzt, abgezogen. Und ja, dann haben wir das Ganze einmal hier richtig schön unkrautfrei gemacht. Jetzt werden wir da komplett einen neuen Mutterboden einmal drauf machen. Das heißt, ich liefere mir Mutterboden an und diesen Mutterboden, den bringen wir jetzt hier auf diese alte Fläche auf. Hier könnt ihr gucken, hier haben wir das schon so weit aufgefüllt. Das Ganze werden wir einmal richtig schön gerade haken, dann werden wir das einmal richtig schön walzen und hinterher werden wir das einmal richtig schön wieder einhaken mit der Rasensaat. Wie ihr sehen könnt, das ist eine richtig schöne, tolle Muttererde. Die ist kraftvoll, energiereich. Da sind so viele Kulturen drin, die für den Rasen einfach spitzenmäßig sind. Also bleibt dran, es wird spannend und sehr interessant. Geh gut voran. Ja, es läuft ja, oder? Was sagst du? Es läuft gut. Sieht gut aus, oder? Schön. Ja. Ja, wie ihr seht, da machen wir jetzt einen sogenannten Erdwallhügel. Und darauf kann man dann eventuell Wildblumen pflanzen oder könnt ihr auch Rasen drauf machen. Ja, wie ihr seht, der Hermann hakt das schön gerade jetzt nach oben. Achte darauf, dass es richtig schön weich runter geht, ja, so wie ich das praktisch da hinten gehakt habe, ja, dass der Erdwallhügel richtig schön, ganz geschmeidig hinunterläuft, ja. Also wir haben da so eine super Metallhake für, kann ich nur empfehlen, ja, das ist so ein Metallrechten, damit kann man das super machen. Ja, genau, guck mal, ganz weich, Hermann, super machst du das. Tipptopp. Immer ein Höschen hoch machen, ne? Weil sonst rutscht mir das Höschen von der Hose. Von der Hose, vom Popo meine ich. Also, heute zeige ich euch mal, wie man vernünftig die Hake in die Hand nimmt. Viele können es nicht. Es ist einfach total schwierig zu haken, gerade wenn ihr frischen Rasen anseht. Gibt es immer das Problem, ihr macht da ganz viele Löcher rein. Wir haben jetzt viel Glück gehabt, dass wir eine super gesiebte Erde haben. Und diese super gesiebte Erde bringt uns den Vorteil, wir haben da nicht so viele Steine drin, wir haben nicht so viel Kraut da drin. Wir haben wirklich total geile Erde. Aber dann habe ich natürlich meine Mitarbeiter, die noch nie gehakt haben. Also es ist halt wirklich schwierig. Du musst wirklich die Hake vernünftig bedienen können. Und das zeige ich euch jetzt mal in diesem kleinen Video mit. Kommt mal mit, Hermann. Ja, so wie du immer machst. Du machst ja immer so. Du hakst immer so. Ne? Kann man machen, wenn man es kann. Aber guck mal, was passiert da? Seht ihr das, was passiert? So, Hermann, jetzt zeig mir mal, sag mir mal, was jetzt gerade passiert. Oder Stefan, was habe ich jetzt falsch gemacht?
Das wird nichts. Ich habe keine Kontrolle in der Hake. Nee, nee. So hakt man nicht, weil so hakt ihr beide. Ja. Ihr denkt, so hakt man. Macht man aber nicht. Man hakt im Stehen. Das heißt wirklich, ihr zieht mit der Hake, Hermann, ihr müsst einen Druck aufüben. Ihr müsst einen Druck aufüben und müsst dann gucken, immer gerade stehen. Erstens macht ihr euren Rücken nicht kaputt und ihr habt viel angenehmer zum Haken. Ihr müsst so stehen. Und so seht ihr, wenn ihr von oben hakt, ja, wo Löcher sind, wo Vertiefungen sind. Guck mal. So, jetzt ziehe ich den Haufen hinter mir her, kann den Haufen aber so bearbeiten, so ganz gleich mit der Hake, so, dass ich mir die Löcher gleich vernünftig raushake. Siehst du das? So, und wenn du jetzt hier zum Beispiel ein Loch reingemacht hast, so, nehme ich den Haufen, schmeiß ihn so rüber und ziehe ihn einfach wieder gerade. Und du darfst nicht so ganz doll drücken, ihr müsst langsam, ihr müsst die Hake langsam führen. Ja, als wenn ihr Popo anfasst von der Frau. Den fasst ihr doch auch zärtlich an, oder? So, ihr müsst das zärtlich machen, nicht so mit Gewalt. Na, guck mal, dann müsst ihr langsam rüber und immer versuchen zu stehen, ne? Nicht bücken. Guck mal, das wird eine ganz gerade Fläche da. Und das siehst du ja von oben. Siehst du das? Guck mal, ihr müsst die Hake ziehen. Nicht einbuddeln, so. Immer schön ziehen. Aber von oben. Und ich habe immer den Haufen bei mir. Weil mit dem Haufen kann ich immer schön die Löcher, die ich dann aus Versehen damit reinmache, damit schließen. Oder die Löcher, die hier schon drin sind. Seht ihr das? So, und wenn ich merke, da ist ein Hügel, das sehe ich jetzt geht es hier bergauf. Ne? Also muss ich anfangen, hole ich mir hier mit ein bisschen Kraft, ein bisschen mehr Erde runter und hake das hier runter, Hermann. Siehst du das? Dann könnt ihr leichter noch rübergehen, einzelne Stellen wirklich hier schön langsam aushaken und immer locker. Immer schön locker. Guck mal, wie einfach das geht. Und ich mache mich nicht kaputt dabei, weil ich stehe. Ich mache noch nicht mal meinen Rücken krumm. Ne? Ich mache nicht mal meinen Rücken krumm beim Haken. So. Immer ganz sorgfältig weich haken. Ne? Habe ich gestern zu dir gesagt, schön weich haken. Schön weich haken. Was lachst du denn? Ist doch so. Du gehst da so ran. In der Hermann und ich hake wie eine wilde Sau. Ja, so hakt man nicht. Langsam, mit Gefühl. Du musst dir vorstellen, da liegt eine Frau, Hermann. Ja? Oder was sagt ihr dazu? Ist doch so. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, da liegt eine schöne, hübsche, nackte Frau. Und die wollt ihr streicheln. Und genauso müsst ihr mit der Erde auch umgehen. Mit der Hake. Nur so wird die Fläche richtig schön gerade. Das ist das, was ich euch jetzt mal sagen wollte. So, meine Lieben, nun werde ich mit dem Radlader einmal die Erdhaufen schön glatt ziehen, damit die Jungs nicht so viel haken müssen. Ich will ja auch kein Schwein sein, von daher ziehen wir das einmal richtig schön gerade. Wie ihr sehen könnt, passiert jetzt da einmal, dass es richtig schön glatt wird. Ja, so sparen wir auch ein bisschen Zeit. Hervorragend, passt. So soll es sein. Den auch noch mal ein bisschen, eben die Schaufel runter und dann zurückziehen. Perfekt. So, nun ist es platt und ich kann den nächsten Haufen rollen. Super.
Schön gerade haken. Perfekt. Hier entsteht ein richtig schönes Gemüsebeet. Hier haben wir fast 10 Kubikmeter Erde alleine reingefahren, damit hier die Kundin richtig schön hinterher Gemüse anbauen kann. Das ist hier praktisch so die Wildnaturecke, die wir hier aufgebaut haben. Ich kann euch das einmal kurz so grob zeigen, ja. Also wie ihr sehen könnt, da habe ich so einen kleinen Wall gebaut, praktisch für Wein, wo man Wein anbauen kann. Das ist so hier eine Totholz-Naturhecke, ja. Hier geht einmal so ein richtig schöner Wall rum. Das ist ein richtig schöner großer Garten, wie ihr das sehen könnt. Das ist ein ganz tolles Projekt, was ich hier habe. Das Ganze haken wir jetzt gerade und dann werden wir da Rasen einsehen. Natürlich, wenn wir das alles schon vorbereitet haben. Thank you.
Ja, meine Lieben, also, wie ihr sehen könnt, das waren eben gerade mal so zack 10 Kubikmeter, stimmt gar nicht, 12 Kubikmeter Mutterbohnen. Ja, ist so ein ganzer Kübel voll. Also, wie ihr sehen könnt, fantastisch. Ja, meine Lieben, so viel dazu.
So, müssen wir gucken, dass wir gleich richtig schön im Gefälle so hier runtergehen, ne? Dass richtig schön langsam runterläuft. Nicht zu stark, sondern wirklich nur so in 20, 30 Grad. Ne? Dass das Wasser nicht wie ein Wasserfall runterläuft, dass es sich richtig schön anwachsen kann, der Rasen. Und nachher richtig schön, dass man mit dem Rasenmäher rübergehen kann.
Ja, meine Lieben, das war's. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, macht doch den Daumen nach oben. Ich verlinke euch hier oben noch zwei Videos. Sehr interessant. Ihr bleibt dran und verfolgt. Ja, bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.